Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft auf der PlayStation 4. Ah, hier ist immer noch die Hölle los bei mir. Also nicht die Hölle, es sind halt viele User bei mir. Und ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen den Spaß mit. Dann mache ich mir erstmal Fichtenholzbretter und dann mache ich mir noch das hier. Und hast du genug von Fichtenholzbrettern? Könntest du mir einen circa 4 geben, wenn es gehen würde? Ich gebe mal ein paar Bäumchen pflanzen. Ich habe noch 3 Stück. Okay. Ich würde mich hier hinten ansiedeln. Hinter dir. Sind hier alle verstreut? Ah ne, sind alle auf einen Haufen. Auch nicht schlecht. Ja, wie viel sind wir denn überhaupt jetzt? Müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Na, da kommen wir dann noch ein paar rauf. Das ist alles totales Chaos. Ey, klappt's, ja? So. Geklaut? Ja. Der Tommy hat sich was gefragt. Achso, ich hab jetzt gerade, war ein bisschen konzentriert auf mein Gold. Ja, bitte? Ja, kein Problem. Könnte ich einige Bäume fällen zum Beispiel? Ja, nimm immer weg. Ich pflanze hier sowieso die ganze Zeit an. Wo kommt das denn her? Geil. Alles wegrucken. Danke. So. Alter, warte mal. Ey. Geile Hütte, da oben ist hier noch eine, die habe ich nicht mal gesehen, ey. Sieht aus, sieht gut aus, gute Arbeit, ja. Dankeschön. Noisy Boy, dein Haus da oben, willst du den Sand noch wegmachen und brauchst du Steine dafür? Nö, ich kann es eigentlich auch so lassen, aber welchen Sand meinst du? Na, dann ist ja dann dein Erdehaus, oder? Achso, ja, das ist Erde. Ja, ach, das kann von mir aus so bleiben. Na, ich baue jetzt hier erstmal noch auch ein bisschen was an. Also wir können ja ringsrum anfangen, hier irgendwie Häuser noch zu bauen. Das wäre auch ganz schlecht. Ich planiere hier schon. Ah, das ist genial. Ja. Wäre schon ganz cool, ja. Ja, total. Wie gesagt, wenn ich in der Woche online bin, es ist meistens so um 23 Uhr meist, und ihr seht, dass ich online bin, da könnt ihr auch mit draufkommen, das ist nicht das Problem. Okay, geil. Danke. Ja, ich glaube, 23 Uhr, wenn dann schon jetzt ab nächste Woche erst, wenn ich wieder Ferien habe, dann auf jeden Fall. Ja. Aber in der Schulwoche jetzt in der letzten noch nicht. Ja, es ist. Ich zwinge jetzt auch keinen. Ich schreibe zwei Arbeiten, deswegen, sonst würde ich vielleicht auch noch online kommen und die Zeit, aber ja. Bei Arbeiten bin ich immer so ein Typ, da geht ein bisschen früher schlafen, weißt du. Ja, es ist ja auch besser. Ja. So. Ich würde jetzt nicht mein Leben, hier mein zukünftiges Leben, sag ich jetzt mal so, aufs Spiel setzen, nur um. Ja. Genau. Richtige Einstellung. Da geht's. Ein bisschen Minecraft zu spielen. So. So. Dann sind meine Öfen gleich fertig hier. Cloud? Ja, bitte. Könnte ich mal in das andere Haus hier rein? Das zweite. Ja, das ist meins. Das ist der vom Noisy Boy. Ach so, danke. Es sieht Hammer aus. Schön, dass ich auch gefragt werde. Hey, sorry, tut mir leid, ja. Ja, ne, mach dir nicht so lange, du da keinen Mist drin baust. Ich will wieder brauchen. So. Irgendwas wollte ich jetzt, aber ich vergesse das laufend. Ach so, ich wollte. Oh, lol. Hahaha. So. Da laufen keine freien Kühe rum oder so. Na, weil die Spawnpoints hier vergeben sind, weil ich so viel da oben eingesackt habe. Deswegen kommt da auch immer nicht nach. Ach, nicht. So. Hat er das auch? Und jetzt werde ich mal mein Viehzeug füttern gehen. Sonst wird das da vorne immer weniger. Und irgendwann ist nichts mehr da. Wer von euch kauft sich denn GTA 5 für die Next Gen? Ich auf jeden Fall. Ich auch.
Ich bin auch dabei. Weil ich habe auf jeden Fall vor, eine Crew zu gründen. Ja, ich auch, also, ja. Ey, dann könnten wir ja Let's Play Together machen, wenn ihr Bock habt. Ja, das einzige Ding ist, bei den Aufnahmen, also bei solchen Aufnahmen, sind die Uhrzeiten immer recht spät bei mir und man bräuchte Teamspeak und ein Großmembranmikrofon. Also Teamspeak habe ich und das Mikrofon, was ist das für ein? Das könnte ich mir auch anschaffen. Zum Beispiel, was habe ich denn hier? Also das billigste Mikrofon, was ich kenne, ist eine Auna Mic 900B. Also das Anfängermikrofon für 80 Euro. Nee, das ist schon ein guter Preis, ja. Und ich habe. Also da sollte man schon mal zweimal nachdenken, bevor man dann jetzt anfängt, ja. Ja, meins hat 390 gekostet. Schmeiß den Janja B bitte mal bitte raus. Der joint mir immer den Spielen, der fuckt mich voll ab. Was denn? Weg. warte, ich glaube, hier baut jemand schon, oder? Kann das sein? Ja. sieht wohl danach aus. Das sah gerade so aus, ich habe erstmal gedacht, so, geile Stelle. Ach so, und dann sehe ich da, ja, da hat jemand wohl gerade ein bisschen Terraforming getrieben. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt tun? Ach, ich bin so verwirrt, wenn hier so viele Menschen drauf sind. Das bin ich gar nicht gewohnt. Irgendwas wollte ich machen. Wie viele sind denn mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Achso, ja, weil gerade noch einer reingetreten ist, glaube ich jetzt. Mal gucken, ob da meine Internetleitung das überhaupt schafft nach einer Weile. Nicht, dass wir uns alle hier so im Moonwalk bewegen. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich muss mal gucken, was die anderen hier alle so machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo alle sind. Huch. Cloud, hast du zufällig 3 Eisen übrig für einen Eimer? Ich kann dir auch einen Eimer geben. Achso, ja gut. Davon habe ich zufällig gerade viele. Liegt da. Hey Cloud? Ja? Also kann ich mir hier irgendwo ein Haus bauen, wenn es nicht ausmacht? Ja, such dir irgendwo einen Platz aus, wo nicht gerade schon ein Haus steht oder nicht versuchen aufs Dach vom anderen zu bauen, dann geht das schon. Okay. Siehst du, dreh dich mal um. Dreh dich mal um, bitte. Also, ja. Hier, da oben, wo ich gerade hin zeige, so, siehst du den Berg? Ja. Kann ich mir da ein Haus aufbauen? Na dann los. Okay, danke. So, und irgendwann, wenn ich hier so, sagen wir es so, 300 Abonnenten habe und alle auf meinen Server drauf wollen, dann wird's schon spaßig. Dann kommt in den Kommentaren, ich konnte nicht drauf, weil da so viele drauf sind, du bist ein Arschloch. Ja, so hat alles angefangen, ja, auch bei Gronkh. Genau. Ja, wobei Gronkh Minecraft Let's Plays hatte, hatte er schon 20.000, ja, also das ist noch mal ein bisschen schwerer. Ja, ich brauche sein Geld damit mittlerweile, also. Also Tommy, du wurdest wieder von der Spinne getötet, du Opfer, mal wieder. Bei Gronkh weiß ich noch den Anfang, wo ich ihn dann abonniert hatte. Und ich war bei, bei 180 oder so, habe ich ihn abonniert. Und auf einmal waren die 200 voll, dann hat er erstmal ein Lied gemacht. Das fand ich herrlich. Ich kann leider nicht singen, sonst würde ich es auch machen. Was hat er gemacht? Eine Pause? Nee, ein Lied. Ein Abonnentensong für seine ersten 200. 200.000 oder 200? 200. Geil. Hä, wie lange, und wann war das? Wie lange ist das schon her? Oh, wann war denn das? Ich habe jetzt nur zwei Zahlen im Kopf. Entweder 2010 oder 2011. Ja. 2011 hat er mit Minecraft angefangen, da hatte er schon über 25.000. Ja, der hatte vorher so eine Rollenspiele noch gemacht. Und Fear und sowas hat er noch gezockt. Da waren noch andere Spiele vorher schon da. War er damals schon mit Sarah befreundet? Oder?
Das weiß ich nicht. Also, ich glaube, das kam auch erst später so. Ich glaube, die kannten sich schon, aber es kam ein bisschen später zusammen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will jetzt auch keine Dinge hier verbreiten, sonst kommt in den Kommentaren wieder: Ah, du erzählst doch Scheiße, du Arsch! Ja, das ist so üblich, ne? Ja, also bei Kommentaren, da muss man auf Shitstorm gefasst sein, das ist unnormal. Ich hatte auch schon welche, die habe ich aus meinem Kanal einfach mal ausgeschlossen, weil die unbedingt meinten, so, ja, rassendiskriminierende Kommentare reinzuschreiben. Also, ja, sowas da platz ich bei sowas. Verstehe ich auch nicht. Aber es gibt auch manchmal Leute, die schreiben einfach nur wirklich so richtig sinnloses Zeug rein, das auch keinen Sinn ergibt. Ich meine, ja, sollen sie ja machen, aber manches ist denn so dumm, zum Beispiel einfach nur, du bist doof. Hä? Warum? Seid ihr noch alle da? Klar. Ja, ich auch. Es war so ruhig geworden, ist man gar nicht gewohnt jetzt in letzter Zeit. Ja, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt so Nacht ist, so die Atmosphäre, es ist dunkel und so. Nein, Nico, ey, Tommy, verpiss dich, nein, Spaß. Kannst nicht reinkommen. Oh, hier läuft ein Enderman draußen rum. Aua. Ja, einfach nicht anglotzen, den Typen. Na, komm raus. Keine Prostituierten, ja. Bitte in meinem Haus. Alter, ich will nicht tot wegen dem, was ist das für ein Ei? Ja, mit dem würde ich mich nicht anlegen. Boah, gerade noch ins Haus, ey. Tommy. Ein ja, Leben. Was ist los? Ach, will, nicht. Will mir mal gerade jemand helfen, der steht genau vor meinem Haus. Moment. Ich habe sehr schlechte Ausrüstung, also ich kann dir da glaube ich nicht weiterhelfen. Ich komme. Wo ist er denn? Oh, da kommen die ganzen Zombies. Vor meinem Haus, genau. Ja, ich glaube als erstes solltet ihr euch mal Betten bauen. Achtung, Creeper. Ja, ich hab da schon mit. Dürfen wir uns dann Schafe töten, die du da hast, damit wir schneller... Inwiefern Schafe töten? Ja, damit wir Wolle kriegen. Es sei denn, du würdest uns Wolle geben. Ihr könnt eine Schere machen. Ja, okay. Die armen Schafe. Oh, danke schön. Oh, der kommt hinter dir. Ja. Yeah. So, ich brauche... Ne, der guckt mich immer noch... Ich brauche mehr Holz. Ey, Tommy, du bist so schlecht. Was macht ihr? Ey, Digga, ich hab total keinen Loot, ey. Probier du mal, lass überleben. Da willst du vielleicht die erste Nacht bei mir machen, bevor du hier schön. Jo. So. Immer drauf gehst, Tommy. Naja, Alter, die Prostituierte sucht sich dann schon sein eigenes Zuhause. So, ich mach jetzt ja, mal recht, ne? Ganz kurz die Wohlfahrt. Ja Geld, ne? Ich verteile gleich Eisen. Aua! Mann! Aua! Ey, jetzt reicht's aber. Nein, ein Leben. Fuck. Hilfe! Ich komme erstmal kurz in dein Haus, da bin ich sicher. Bei wertvoll kannst du reingucken. Puh, das war knapp. Zwei waren das, glaube ich, ne? Warte mal. Ja, ich glaube, ja, zwei müssten es sein. Zwei oder drei, keine Ahnung. Nimm dir einfach mal fünf raus. Ich hab zwei, sind so eigene zwei. Ah. Hast du vielleicht noch irgendwie Essen oder so? Für mich, ganz wenig. So. Ich. Fünf, Hier draußen um die Ecke im Garten bei mir sind Karotten und Kartoffeln. Ach so. Tür von der Nase zu. Ja, das war sehr nett. Aber nicht drauf springen. Wenn ihr drauf springt, macht ihr mir das Beet kaputt. Hier draußen sind so ein paar Skelette. Laut? Ach da, gucke.
Kommt über deine Brücke nicht rüber, die ist belagert. Soll ich dann schnell neue Kartoffeln legen oder machst du das dann selbst? Ich mach's selbst. Okay, danke. Ich sollte hier vorne echt mal einen Weg bauen, damit hier nicht immer alle so drauf rumtrampeln, dann geht das. So. Karl. Warte mal. Wo ist. Ja, hier. Ah, jetzt will ich mein Beet mal ein bisschen machen hier. Zack, zack. Ich finde deine Redstone-Leitung voll cool, die du gebaut hast, Cloud. Aha. Hier in deinem Haus. Ja, ich finde das mit dem Licht das ist recht praktisch, dass man es an- und ausmachen kann. Ja, schon recht geil, ja. So. So, jetzt erstmal fett Kartoffeln essen hier. So, ich hab wieder ein bisschen Not gesammelt, Leute. Gut. So. Endlich wird Tag, ey. So, wir haben nur ein paar Kartoffeln pflanzen hier. Ach, ist doch nicht wahr. Warum werde ich jetzt von Spinnen verfolgt? Aber jetzt ist Tag. Wenn du sie nicht angreifst, greifen sie dich auch nicht an. Ey, warte, ich halte dich ja nicht an. Weil ich nicht klappt. Oh. Okay, das ist komisch. Alter! Alter, hilf mir! Du hast ja auch keine Waffe, deswegen können sie auch nicht angreifen. Nicht an! Digga! Ey, der Wichser brennt doch. Ey. Nicht solche Kraftausdrücke hier. Du bist ein Kraftausdruck, Nico. Ja, da hast du recht. Da muss man das da C aber kräftig betonen. Mal recht. So, was habe ich denn hier alles noch? Ach, ich muss hier erstmal meinen. Ich werde jetzt das erste Mal meinen Mülleimer verwenden. Aber der funktioniert gut, den habe ich auch schon mal ausprobiert. Irgendwie habe ich gerade das Fleisch da reingeworfen und es kam wieder raus. So, jetzt. Hat ihm nicht geschmeckt. Lecker. So, liebe Zuschauer, ich mache hier ein Folgenpäuschen. Ja, es ist ein kleines bisschen durcheinander. Ich glaube, wie lange nimmst du denn pro Folge auf? Ich weiß nicht, wie es hier noch weitergeht. Ich sage erstmal, ciao, macht's gut.